So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Dieses Mal kämpfen wir uns weiter hoch in Iraks Festung. Oder Irak. Egal. Auf jeden Fall kämpfen wir hoch in seine Festung. Mähen alles nieder, was uns in den Weg kommt. Haben die Tür hier entriegelt. Und hoffen, dass auf der anderen Seite keine Armee auf uns wartet. So. Hallo. Cool, Geld, oder was? Scheiße. Hör auf zu überleben, Sauhund. Stirb. Jawohl. Auch wenn fast ein ganzes Magazin gekostet hat. Papa. Wir stecken in der Scheiße, Karl! In gut Form. Oder was auch immer. Ja klar, ich darf die weggedrückt. So. Hallo. Na Jungs, wo seid ihr denn? Hallo. Der Klugscheißer nimmt uns in die Fänge. Alter. Alter. Alter, wo kommt der auf einmal her? Da bleibst du, Ficker. Ey, Alter! Das ist unser verficktes Revier! Ja, denke ich mir aber auch. Aufpassen, die ist halt mächtig aus! Na, diesmal muss ich halt hier rein, Jungs. Oh Mann, der arme Aiden, der muss doch schon bluten wie ein abgestochenes Schwein. So. Eine Leiter. Okay. Oh, sogar automatischer Speicherpunkt. Wunderbar. Hallo? Eine? Pass auf, Kumpel, er war gerade noch da! Oh, such den! Oh. Na? Jo, den Vieh hat's erwischt! Jo, dich auch. So, immer nachladen hier. Wir haben ja endlich Munition, nicht wahr, Leute? Haha. Guter Scherz. Ach du Scheiße. Na? Ach Mensch, kann ich euch nicht sprengen oder so? Das wäre doch mal eine geile Sache. Das muss ich auch noch mich wirklich mit denen auseinandersetzen. Das ist gar nicht gut. Kommt ruhig in den Karton raus. So. Alter, als Iraq oder so hätte ich voll Schiss, aber richtig. Wenn ihr einfach wisst, alle meine Kollegen werden einfach gerade abgeschlachtet. Du wirst hier niemals lebend rauskommen. Bist du bereit dafür, Soldat? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, guck mal, ein Bart. Alter, die haben eine Leiter im Bart. Mal coole Gangster hier. Ich will auch eine Leiter im Bart. Oh, noch eine Leiter. Ah, Lüftungsschacht. Ah. Ein großer Lüftungsschacht habe ich auch noch nicht gesehen. So. Yo, guck mal darüber. Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt ist Schluss, du bist am Arsch. Boom. Boom. Vorsicht, der war eben noch da. Null. Kann man ja richtig mitzählen hier. Ah, oh, den Platz hier. Kein Ausweg. Kommen die hierher? Oder kommen die nicht hierher? Das ist hier die Frage. Alter, guck mal da. Triegel, was ist da drin? Der geil. Geld. Ach, das ist aber wenig. Ah, wenig Geld. Ich werde das hier aufnehmen. Hallo. Juhu. Sollen diese Dinger so blinken? Tschüss. Das ist mein Kuh. Er war eben noch hier. So. Wo ist er? Wo sitzt du, die Sau? Oh. Die Sau kommt hierher. Weiter geht's. Hier kommt keiner. Weg.
Ich schnapp mir alle. Alter. Laden Sie alle Serverdaten herunter. Ja, die Serverdaten. Keine Papierdaten. Das ist ein schlechter Scherz. Das dauert ja viel zu lange. Papier können wir einfach mitnehmen. Okay, scheint keiner hier zu sein. Black. Soll das Victory heißen oder Visuaries? Visuaries. Oder so, keine Ahnung. Hallo. Leute. Hacken. Daten werden okay, abgerufen. Okay, klar. Bin drin. Du solltest jetzt eigentlich alles empfangen. Ich sehe. Kommt einiges rein. T-Bone wird mit das der Entschlüsselung anfangen, cool. Wenn wir alles haben. T-Bone legt los. Das ist ein ziemlich großer Download. Das ist Directs Druckmittel. Für Erpressung. Yeah. Das ist cool. Er sammelt das schon seit vielen Jahren. Gut. Das war alles. Schnell zurück. Okay. T-Bone startet jetzt die Entschlüsselung. Bin unterwegs. Verlassen Sie Rosie Freeman. Okay, das kriegen wir noch hin, oder? Das werden wir schon hinbekommen. Zumindest in dieser Folge noch wahrscheinlich. Es sei denn, es kommt jetzt gleich ein ganzer Haufen. Oh Mann, sieh dich ah, an. Ist sogar Irak persönlich. Crispin. Krasser Typ. Nein, nein, warte. Pierce, stimmt's? Ja. Hast du das, Pierce? Ja. Die Auktion? Ja. Du lässt die Scheiße auf mich regnen? Weil hier regnet es echt eine Menge Scheiße. Tja, so siehst du auch aus. Damit kommst du mir nicht so an. Ah. Du hast mich ins Knie gefickt. Warum habe ich jetzt eigentlich eine Pistole in der Hand? Ich hatte die ganze Zeit Sturm-MG. Das weißt du? Der andere Hacker aus dem Lauf. Ja, das da ist meine Idee. Ja, ja. Ein Meisterstück. Und du willst es mir wegnehmen. Du hast etwas sehr viel Wertvolleres von mir. Ich habe was von dir. Motherfucker, ich kenne dich nicht mal. Tja. Muss ich ihn jetzt fangen? Folgen Sie einmal. Yeah. Du willst meine Familie ficken, ha? In mein ja. Haus einbrechen? Mir ein Scheiß klauen, ha? Weißt ich sehe ihn einfach nicht mal. Weißt du's? Alter, wo bin ich denn hin? Ein Möchtegern König in einer winzigen Burg. Nein. Du liegst falsch. Ja, klasse. Ah, und da du lang. Du bist Lucky Quinns Schoßhund. Wozu brauch ich ihn? Hä? Hä, Leute? Seht ihr hier irgendwo einen Weg? Ja, ich kenn Typen wie dich, du Wichser. Schön. Schön, dass wir uns kennen. Ich kenn dich aber nicht. So, hier geht's. Jetzt ein bisschen arschweit runter. Ja. Na, deine Familie wird dich schon wiederbekommen. Vielleicht stück schön. Stück, aha, und wenn ich fertig bin, zerzieh die nächsten. Halt die Schnauze. Bruder und Schwester, du fängst meine. Ich bin hässlicher Knopf. Botze. Jim, Knopf, du. Es wird niemand herkommen, um der traurigen Arsch zu retten. Dein Scharfschütze ist raus. Die Bullen trauen sich nicht. Scheiße. Ja, schön. Ha, 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 ha. Du wirst allein sterben. Hechten, ja, klar. Ja, wie soll ich denn da runterkommen? Seht ihr hier irgendwas? Das ist doch ein schlechter Scherz. Wow. Ach so, nein, das hat noch teilweise zur Animation gehört, oder was? Ja, die können. Verarschen kann ich mich selbst hier. Alter. Was ein. Psycho. Also wie viel Kugeln halten so einer bitte aus? Fang nie Krieg mit einem Soldaten an. Ja, dann hör du doch auch auf. Du denkst, wir sind Freunde. Wir labern ein bisschen. Ich werde mir all deine Dateien nehmen. Die ganze harte Arbeit. Weg. Das Melo ist ein schickes Hotel. Ein Haufen reicher, weißer Ficker mit viel Geld. Du weißt es von mir.
Irgendwann wirst du es auch Leute, weitererzählen. So aussieht wie das die Folge doch nicht fertig, oder wie? Geheimnisse werden verraten. Ja, ist mir doch scheißegal. Eine Menge Leute sterben sogar für diese Geheimnisse. Ja, zum Beispiel du. Das ist der Fluch der Macht. Oh, wir machen hier keine Geschäfte. Du wolltest kämpfen, Pierce. Spielen wir es zu Ende. Du verlierst doch eh. Schalten sie einen Rack auf. Oh, das ist er. Alter! Jetzt sag. Er wollte mich doch verarschen. Alter! Was hat der sich da angezogen? Das ist doch im Leben nicht Irak. Nämlich kann ich nicht ausschalten, weil ich den einen. Ah, warte mal. Jo, findet ihr den Wichser. Pass auf, das Kugel ist weg. Ah, cool. Außer den Blackout benutzt. Verdammte Scheiße. Alter! Ey, das ist ein Scheiß, ist das, du? Alter, wie soll ich denn... Kein normaler Mensch wird so viel Kugeln auf den Helm aushalten. Zumal der Helm nicht mal eine Kugel abfangen wird. Das ist ein bisschen unrealistisch, ne? Da muss ich mal einen Beschwerdebrief schreiben hier. Moment, ich fange schon mal an. Liebe Watchdog-Gemeinschaft. Och nö. Jetzt am Ende muss mir ein ganzes dumme Gelaber von ihm wieder anhören. Ist mir scheißegal, wer du bist. Jetzt komm, schick irgendwelche Leute. Och. Na gut, aber trotzdem kann ich jetzt schon mal schauen. Wie nochmal? Ah! Fortschritt. Fähigkeiten. Kampf war das. 8 Punkte. Takedown. Vollstrecker Takedown. Ganz ehrlich, warum muss ich ihn zuerst Sprengmeister freischalten, nur um den Vollstrecker Takedown zu kriegen? Das ist doch... Oh Gott, ich brauche auch noch 5 und 4 habe ich. Das ist ein schlechter Scherz. Nur noch ein Monster-Bonus dazu, oder soll ich einfach warten, bis ich die anderen ausgeschaltet habe? Vielleicht bekomme ich dann einen Skillpunkt dazu. Dann könnte ich mir Vollstrecker-Takedown holen, dann kann ich den anderen normalerweise direkt ausschalten. Wenn das ein Vollstrecker ist und nicht irgendwas Besonderes. Ihr seid mir... Vielleicht Stück für Stück, ha? Und wenn ich fertig bin, sind sie die Nächsten. Hast du graue Kinder? Brüder und Schwester? Du fängst meine, ich fäng deine. Fotze! Alter, ach Gott, was der denkt. Was der sich denkt. Der alte Assi. Es wird niemand herkommen, um der traurigen Nacht zu retten. Dein Scharfschütze ist raus! Vor allem schick doch einfach deine Spasten herunter jetzt. Die wollen dich nicht! Scheiße, hier draußen bin ich, Polizei! Du wirst allein sterben, Mann! Noch laber doch nicht. Ich will jetzt nicht schon wieder eine, weiß ich, 40-minütige Folge hier drehen, nur weil der Typ die ganze Zeit nur Scheiße labert. So. Hallo. Ach du Scheiße. Wo kommen die auf einmal her? Das ist doch... Oh Scheiße, Granate! Meine Ohren klingeln immer noch. Yo, wir sind fertig, Mann! Yo, hast du eine Granate? Das muss doch ein Schalter haben. Wo ist der? Zack. Fang nie Krieg mit einem Soldaten an. Du denkst, wir sind Freunde? Wir labern ein bisschen. Ich werde mir all deine Dateien nehmen. Die ganze harte Arbeit. Weg. Lass mal los, ein schickes Hotel. Ein Haufen reicher, weißer Ficker mit viel Geld.
So, haben wir irgendwo... Du weißt es von mir. Irgendwann wirst du es auch weitererzählen. Geheimnisse werden verraten. Eine Menge Leute sterben sogar für diese Geheimnisse. Das ist der Fluch der Macht. Oh, wir machen hier keine Geschäfte. Du wolltest kämpfen, Pierce. Spielen wir es zu Ende. Wer nicht hieß und die übrigen bleiben, was sie begraben können. Erledigt. Gucken wir mal hinten hin. Die alte Potsau. Zack! Das war's schon für ne. Für den kleinen Schokobär. Irak beschützte einen Haufen Erpressermaterial. Aber er wollte noch mehr. Er wollte das Video. Darf ich jetzt einfach gehen? Er hat es nie gefunden. Die Viceroys werden sich neu formieren. Ein neuer Anführer wird kommen. Noch so ein geiles Ding. Ich brauche die Bomben unbedingt. Die sind echt praktisch. Er hat die Chance auszusteigen. Hoffentlich ergreift er sie. Ja. Erreichen hab ich. Okay, verlassen Sie Rosie Freeman. Yeah, wir haben es geschafft. Yay. Mit allen nötigen Mitteln. Mission beendet. Fortschritt Belohnungsbonus. Das hört sich doch gut an. Fähigkeit. Jawohl. Vollstrecker Takedown. Das haben wir auf jeden Fall mal nötig, so langsam. So muss das sein. Ja, da haben wir hergestellt. Das könnt mal gucken, vielleicht. Ja, das sind die Gemcom-Apps-Dinger da. Ach, naja. Die bringen mir jetzt auch nicht so arisch viel. Irgendwie. Neue Sehenswürdigkeit. Okay. Du machst eine Menge Lärm. Ich weiß, was ich tue. Du musst mich nicht überwachen. Aha. Stärker, das weißt du. Keine Schwäche, das zuzugeben. Laber nicht. Wir waren nie ein Team. Hättest du die Daten nicht. Und du hast sie, oder? Ja, ich hab alles. Ich will Nikki. Mein okay. Gott, es war richtig, dich zu involvieren. Siehst du? Oh. Ach, ist der Damien so witzig? Ah, ein Stoppschild, muss eigentlich stehen bleiben. So. So, was ist das da hinten für eine Mission? Wo ist sie denn? Muss ich wieder in den Bunker. Da klopft einer an. Schön. Schnellreise. Dann würde ich aber sagen, machen wir das Ganze in der nächsten Folge. Weil wenn ich jetzt beispielsweise die Playstation ausmache und wieder an, dann haben wir wahrscheinlich direkt wieder den Startpunkt an den Bunker. Dann können wir direkt loslegen. Also sage ich mal, wie jedes Mal, macht's gut, haut rein, bis zur nächsten Folge.